Es ist Podcast, meine Kerle. Und es ist Kilux. Und wir sind zum Schluss. Und damit begrüße ich Hauke und Jean. Hallo. Ja, einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Und schön, dass noch so viele hier da sind. Hi. Dann mache ich nochmal den blöden Witz hier. Ne? Also was ich sonst ja auch immer sage, eine Grüße aus dem Norden in den Norden und Norden. Heute passt es mal. Irgendwie ist es sehr unspektakulär. Also ne? Wir sind halt hier vor Ort. Und naja, wir haben uns heute mal ein bisschen abgesprochen oder vielmehr, ich habe mir heute Nacht noch was überlegt. Vielleicht haben wir noch weitere Themen. Das hat mir gerade erst erzählt, dass du. Siehst du? Das ist gut, ne? Es sei denn, du hast noch was vorbereitet oder dir was überlegt. Also mein Kopf ist leer. Perfekt. Geht mir ähnlich, darum habe ich ein Stück Papier. Sehr gut, sehr gut. Einmal der Mikrofonständer. Also, was ich mir überlegt habe, wir haben jetzt ja gestern angefangen. Wir hatten ja so ein paar rumpelige Probleme am Anfang, haben einige von euch wahrscheinlich mitgekriegt. Was technisch nicht funktioniert hat, da würde ich mal so ein bisschen drauf eingehen, vielleicht auch so ein bisschen für, weiß ich nicht, für euch, ich weiß nicht, ob es eure Kategorie ist, für die Zuschauer, die wir natürlich auch haben und für diejenigen, die es nachher aus der Konserve sich angucken, also was wir hier so haben, vielleicht ein bisschen im Raum sieht. Wir haben ein relativ aufwendiges Setup, um das überhaupt machen zu können. Also wir haben dort hinten, sieht man natürlich nicht, ich zeige darauf denn zu, eine Kamera, damit man uns sehen kann. Dann haben wir verschiedene Konvertierungsstufen quasi, damit das alles in einem Laptop zusammenläuft und das Bild, was letztendlich zu sehen ist. Das ist alles nicht so wahnsinnig trivial. Auf der technischen Ebene, dann ist das Ganze allerdings erst bloß in dem Laptop drin. Das muss ja irgendwo anders noch hin, damit man es im Internet sehen kann. Und ja, auf dem Weg von einem zum nächsten Punkt kann eine Menge schief gehen, haben wir auch wieder alles live erlebt. Wir haben auch im Vorfeld einiges ausprobiert. Wir haben uns das eigentlich genau zurechtgeknobelt. Ich habe das auch dokumentiert, was genau wohin gehört. Und ja, Realität sieht denn doch wieder anders aus als so ein Test. Das ist immer ein bisschen anders. Dementsprechend gab es gestern natürlich auch einige Kommentare dazu, dass Dinge nicht funktionieren. Das wissen wir auch selbst, dass es nicht funktioniert. Wir sind mehr oder weniger die Ersten, die es sehen, dass es nicht klappt. Und wir haben gestern eigentlich, naja, also den Vormittag lang Feuerwehr gespielt. Wir haben versucht, das alles hinzukriegen. Und das ist immer gut, weil man Leute dabei hat, die sich damit auskennen. Oder jedenfalls so ein gesundes Halbwissen haben. Wir haben alle bloß ein gesundes Halbwissen. Und natürlich auch viele Leute haben, die man nicht so sieht, die da hinten sitzen. Und wir haben natürlich auch noch ein etwas größeres Team, die sich um diese Sachen kümmern. Aber wir machen das Ganze in unserer Freizeit. Wir machen das ehrenamtlich. Und von daher, wir sind nicht professionell, was das angeht. Und ja, von daher geht auch eine Menge schief. So, dann habe ich jetzt schon sehr lange rumgeredet. Ihr habt ja auch eine Menge dabei mitgeholfen, damit das auch funktioniert, dass wir zu dem Ergebnis kommen, dass das jetzt auch alles so rund läuft. Dann eure Eindrücke oder so. Ja, man stellt sich ja mal die Frage, woran hattet ihr liegen? Also wie ging es denn los? Also die ersten Probleme waren hier oben mit Stream-Aussetzern oder Stream-Rucklern. Und dann ging es los mit dem großen Rotieren. Und irgendwie haben wir dann, das haben vielleicht auch einige mitgekriegt, Kabel getauscht, HDMI-Splitter getauscht, damit wir hier ein adäquat gutes Ergebnis abliefern konnten. Ganz viel am OBS nochmal gefuscht, kann man so sagen. An einigen Einstellungsschrauben gedreht. Häkchen wurden gesetzt, Dropdown-Menüs geöffnet und verändert. Und wenn ich mal so sagen möchte, auch manchmal die Dropdown-Menüs einfach mal systematisch durchgegangen. Ne? Was hilft am besten? Aber ja, das wollte ich dazu sagen. Ja, und kurz gegen Mittag hat es dann so weit gepasst, bis außer, das musst du dann nochmal erläutern, irgendwas mit dem Netzwerk. Irgendwo war der Husten drin. Je nachdem. Also tatsächlich, ich glaube, wir hatten einen Streaming-Rechner ausgewechselt und so weiter. Und dann haben wir uns gesagt, so, ja, ist jetzt behoben, läuft jetzt alles. Und dann war wieder genau der gleiche Mist und mussten wir
der Rechner war es nicht. Am Ende habe ich mir gedacht, so okay, ja, mal wieder hier am Feuer löschen. Naja, also die Kabelnetzwerkverbindung, die spinnt so weit, dann kann das WLAN nicht schlechter sein. Dann haben wir das auf das WLAN gewechselt, was ihr auch alle nutzt, und hat es funktioniert. Ja, und von daher sind wir, glaube ich, immer noch übers WLAN, ne, glaube ich, es klappt. Ne? Und die Sache ist, wir haben irgendwie dieses Jahr unseren Spaß mit den Kabeln. Ne? Auch hier ist es manchmal ausgefallen. Aber gut, steckt man manchmal nicht drin. Und Hauke hat ja vorhin ganz grob oder ganz kurz schon mal so die Helfer dahinter erwähnt. Ne? Ja, ich sehe ja schon den einen oder anderen Helfer hier im Publikum und da hinten und so weiter. Also neben uns dreien, die da vielleicht immer mal wieder in Vorschein treten, sind das natürlich noch viele, viele andere. Da auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dahinter und ja, auf die nächsten Kilux. Und generell würde ich sagen, neben den technischen Aussetzern waren diese Kilux, so, ich habe jetzt noch nicht die Zahlen oder sowas, so richtige Statistiken werden ja auch nicht geführt, aber man bekommt ja so ein bisschen was mit, vielleicht auch ein paar Leute, die in den letzten Jahren dabei waren. Ich würde sagen, wir haben dieses Jahr wirklich seit langem wieder echt sehr, sehr, sehr viele neue, vor allen Dingen auch Leute mit dabei gehabt. Und das hat man gemerkt, vor allen Dingen auch in den Tombola-Losen, glaube ich, ne? Hat man gemeint, ja, so viele hatten wir schon lange nicht mehr. Und na, ja, zuvor war das nicht ganz immer fast zu 100%, dass man hier was von der Tombola gewonnen hat, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit war ein bisschen höher. Ändert sich jetzt oder hat sich jetzt dieses Jahr geändert. Von daher mega cool, dass sich so diese Familie hier oben so ein bisschen erweitert. Und ich würde sagen, ja, hat eigentlich dementsprechend sonst alles super gut funktioniert. Ne? Das würde ich sagen, ist eines meiner Highlights natürlich. Ja, was habt ihr da noch so? Oder habt ihr noch technische Sachen, die ihr nochmal groß besprechen wollt? Oder euer Highlight? Kann auch technisch sein. Ich gucke sonst auf, ich habe mal eben auf die Uhr geguckt, wir haben jetzt so ungefähr 15 Minuten schon verbraten. Wir könnten natürlich jetzt sehr weit in technische Details gehen. Was ich mir heute Nacht nochmal aufgeschrieben habe, mit dieser Kette, wo ich schon mal angefangen habe. Also wie lange das dauert, um von einem zum nächsten ins Internet zu bringen. Also vielleicht mal exemplarisch, um jetzt das Bild, was man von uns sieht, da ins Internet zu bringen. Wir haben eine Kamera, die macht HDMI als Ausgabe von dem Bild, was man auch im Sucher sieht. Von da läuft das denn in eine Capture-Karte, die macht denn USB da draus, also die fungiert quasi wie eine Webcam. Da ist aber keine Kamera dran, sondern es wird schon als HDMI angeliefert. Von daher haben wir da schon so einen Umrechnungsschritt. Jetzt haben wir ein relativ langes Kabel. Ich mache mal so imaginär oder vielmehr für mich natürlich reell, läuft ein langes Kabel durch den Raum. Dann ist das da im Laptop drin, dann haben wir eine Quelle drin für die Kamera. Brauchen wir natürlich hier Ton noch, das läuft auch durch verschiedene einzelne Konvertierungsschritte, also von analog zu digital und dann auch da rein. Dann wird das Ganze digital montiert, damit man diese Szene hat. Also manchmal haben wir auch so Einblendungen, was wir gerade da laufen haben zum Beispiel und das Bild, was wir haben. Vielleicht auch noch das vom Laptop, was da alles zusammengemischt wird. Und dann wird das Ganze ins Internet geblasen. Dann ist es aber noch nicht am Zielort. Dann läuft das auf einen Zwischenserver, der aus dem Eingangssignal mal vereinfacht drei verschiedene macht. In diesem Fall senden wir es einmal auf YouTube, auf Twitch und auf Owncast. Also dieser Server sorgt mehr oder weniger dafür, aus einem Signal drei zu machen. Und diese ganze Kette muss funktionieren. Wir brauchen natürlich einen zuverlässigen Internetanschluss, hatten wir ja schon. Mit dem Kabel hat es nicht funktioniert. Mit Kabel haben wir dieses Jahr wirklich Probleme. Und diese ganze Kette, die man nicht sieht, wenn es an irgendeiner Stelle haken sollte, wie die Kamera, die irgendwie dieses Jahr so halb arbeitsbereit war, die hatte hin und wieder mal, ach, jetzt Standby wäre eine gute Sache. Dann fällt das wieder weg. Dann muss man da einmal rumlaufen, einmal hochklettern, einmal aufs Knöpfchen drücken und versuchen dran rumzuruckeln und so weiter und so fort. Also das ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht am Ende des, also wie sich der Konsument das so vorstellt. Also es ist eine ganze Menge Technik dazwischen. Ich habe das mal, kann man natürlich nicht sehen, ich habe mir mal so einen Eisberg
aufgemalt, der schwimmt und man sieht bloß die kleine Spitze und die kleine Spitze ist das Ergebnis, was man sieht. Aber damit es zu dem Ergebnis kommt, hat man wirklich sehr viel unter der Wasseroberfläche. Ja, und das macht es halt kompliziert und fehleranfällig, aber anders geht es leider auch nicht. Ja, das wäre jetzt so ein bisschen der technische Aspekt dahinter. Da habe ich noch als Stichwort aufgeschrieben, was macht man dagegen? Damit man relativ gut kompensieren oder hier so wie bei Star Trek, was müssen wir machen? Wir müssen kompensieren. Von daher gibt es sehr viel Backup-Technik, die wir zum Teil auch reaktivieren mussten. Ein Laptop haben wir getauscht, wir haben Kabel getauscht, wir haben andere Hardware-Komponenten getauscht, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und es ist gut, wenn man Dinge doppelt und dreifach wirklich hat und im Falle eines Falles wirklich mal wechseln kann. Ich bin gestern da unten reingeklettert, reingekrabbelt, um ein Kabel zu wechseln, weil das Kabel, was hier fest verlegt ist, irgendwie einen Wackelkontakt hat und so weiter und so fort. Und ja, das ist eine ganze Menge. Gut, jetzt habe ich wieder viel gesagt. Wer möchte denn? Ich muss mal das Thema wechseln. Nicht, dass es nicht schön ist, aber mir ist was ganz anderes aufgefallen. Die Keylux, wo wir uns gerade befinden, für alle, die das nur hören, sorry für den anderen Ton, aber wir sitzen gerade alle zu dritt nebeneinander in Kiel bei den Keylux vor einem netten Publikum. Mir ist aufgefallen, als ich über diese Keylux gewandert bin, es sind gefühlt mehr Leute und auch Leute mit weiteren Anreisewegen, was eigentlich, also nicht eigentlich, was für mich eine sehr, sehr positive Entwicklung für diese Veranstaltung ist. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich sehe ein wunderbares Community-Wachstum. Ja, also natürlich sind wir auch in einer gewissen Bubble, ne? Also ein paar Leute, wir haben viele von euch in den letzten 3 Tagen kennenlernen dürfen, neu, was man zuvor sonst im Chat nur gesehen hat. Und natürlich haben wir dadurch eine andere Bubble und dann so, ah ja, euch kenne ich über dieses YouTube, ne? Oder hier Twitch und so weiter. Und das ist schon ziemlich cool, dass wir da doch ja den einen oder anderen hier persönlich begrüßen durften und ich hoffe, ihr hattet alle eine wunderschöne Zeit bei den Keylux. Ich würde sagen, sage ich immer, das ist die schönste Linux-Veranstaltung, die man eigentlich so in Deutschland hat, weil ja, es ist ein Stück weit familiär, es ist nicht zu klein, aber auch nicht zu groß, man verläuft sich nicht, außer zur Workshop-Area dahinter, aber das ist ein anderes Ding. Und von daher eigentlich ja die perfekte Größe. Ich denke, jeder von euch hat neue Kontakte schließen können, sich neue Eindrücke holen können. Und das ist ja eigentlich das, weswegen wir hier alle sind, um zum einen natürlich eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit zu haben und vielleicht den einen oder anderen neuen Eindruck zu bekommen. Ja, und wir hatten ja tatsächlich auch dieses Jahr eine Neuerung bezüglich so eines Linux-Erste-Hilfe. Standes sozusagen. Die Aussteller neben uns, die waren, glaube ich, echt ein bisschen neidisch, dass wir hier wirklich richtig schicke Bürostühle und so weiter hatten und die durften sich die Beine in den Bauch stehen. das wurde tatsächlich sehr, 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 sehr gut angenommen. Also ich muss sagen, ich war die letzten 2 Tage komplett unter Strom. Ich glaube, ich habe jetzt vorhin 20 Minuten mal kurz Pause gehabt. Sonst ging das von dem einen zum anderen drüber. Und das ist eigentlich super, super schön, dass das so schön angenommen wurde. Wir konnten ganz, ganz, ganz vielen Leuten helfen mit ihren Problemen, haben Linux, ich glaube, mindestens 5-mal oder sowas neu installiert. Also die das zuvor noch nicht hatten. Ne? Nicht, weil es nicht funktioniert hat. Und das ist einfach richtig schön und ich glaube, das werden wir beibehalten. Und das ist so ein bisschen auch so mein Takeaway aus den Kieler Linux-Tagen. Ja, da war so eine Lücke, die wir in der Hinsicht noch mal ein bisschen füllen konnten. Und genau, ja. Habt ihr ein Highlight so von dem, was euch begleitet hat oder was euch sonst noch groß aufgefallen ist? Eins habe ich schon genannt. Ja, ja. Micha hat es dann schon genannt. Du, Hauke, ist vielleicht auch ein bisschen froh, dass es wieder vorbei ist, oder? Also es ist wirklich so. Also ich bin auch froh, wenn es durch ist. Also es sind die 2 anstrengendsten oder 2,5 anstrengendsten Tage im Jahr für mich.
Und die Vorlaufzeit ist natürlich auch relativ lang. Ich zähle es auch nicht, wie viel das ist, aber es sind mehrere Wochen Arbeit, die wirklich Vollzeit von meiner Seite aus da reinfließen. Es gibt noch ein paar andere, die auch wahnsinnig viel Zeit da reinschießen. Von daher, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Auch wenn das natürlich immer so ein bisschen, warum bist du bei deiner eigenen Veranstaltung froh, wenn es vorbei ist? Weil es einfach wahnsinnig anstrengend ist. Als Highlight würde ich immer diese Sachen sehen, die irgendwie neu sind. Wir machen ja einen großen Teil quasi jedes Jahr fast unverändert. Die Praxis war insofern neu. Das ist sehr gut angekommen. Dann hatten wir als neues Ausstellungsstück die Fotowand. Das hat auch gut geklappt. Vor allem ist sie auch noch rechtzeitig angekommen. Das war, obwohl Expressversand hat es gerade hingekommen, dass das auch so schön geklappt hat, das da aufzuhängen. Also solche Sachen, die finde ich immer gut, wenn das irgendwie so zusammenspielt, dass Sachen hinterher so zusammenspielen, dass sich ein Gesamtwerk daraus verbindet. Ich sehe ja eigentlich immer so die einzelnen Puzzleteile und da denke ich mir, das wird nie was bis zum Stichtag, aber irgendwie ruckelt es sich im Laufe der Zeit so zurecht, dass es doch irgendwie wieder klappt. Und das Schöne dabei ist, wir haben sehr viele Leute, die, wie gesagt, das alles nicht professionell machen, aber die in ihrem Alltag, sind natürlich sehr viele dabei, die IT-Themen sowieso behandeln, aber die darauf trainiert sind, Situationen zu analysieren und dann Lösungen dafür zu entwickeln. Also diese Denkweise, die hilft nicht nur im IT-Bereich, sondern in vielen anderen auch. Und das ist toll, dass wir so viele Leute haben, die das wirklich können, sodass ich das nicht alleine machen muss, dass ich sagen muss, du machst jetzt genau das, das und das, sondern guck dir das mal an, überlege mal. Und da kommen zum Teil sehr kreative Lösungen bei raus. Zum Beispiel das, was man natürlich jetzt im Stream nicht sieht. Also die Kamera ist dieses Jahr etwas erhöht. Wir haben da eine Konstruktion, die sehr stabil ist, die aber auch so ein bisschen MacGyver-esk ist, aber es funktioniert. Und diese Lösungen sind halt ja MacGyver-esk und es funktioniert hinterher und darum geht's halt. Und Rätselbereich, den ich dieses Jahr überwiegend allein gemacht habe, da wird es nächste Woche Dienstag, ich hoffe, dass ich es schaffe, das Video noch zu schneiden, in meinem Kanal nicht, da war es letzter Schluss. Werbeblock auch noch was geben, genau, abonnieren, die anderen natürlich auch. Werbeblock, wie ich das erstellt habe und so weiter, eine Menge KI-Krempel, wie man das zurechtbaut, damit man so einen Rätselbereich kriegt. Nachher ist auch noch die Verlosung dafür und Auswertung von diesen Rätseln, da gibt es noch ein bisschen was zu gewinnen. Finde ich auch sehr schön, war wiederum eine Menge Arbeit und ja, genau. Dann haben wir noch weitere Highlights. Ja, also in Verbindung des Tuxflashs die Tassen. Also ich hätte nie gedacht, dass es A, wirklich Leute gibt, die diese Tassen wollen, dass es dann doch noch so viele sind und dass das alles in allem so gut funktioniert hat und auch mal die Leute kennengelernt, die wir als Zuhörer haben und da sind echt nette Gespräche entstanden und jetzt müssen wir nächstes Jahr einen draufsetzen, weiß ich nicht. War so mein Highlight jetzt noch so gedacht. Ja, absolut cool. Ja. Ich glaube, das tun wir später nochmal. An sich ist es schön. Ich glaube, wir machen das jetzt seit 2-3 Jahren immer, fast 4 Jahren, sagt Micha. Und von daher, ja, das wächst nach und nach und ist total schön, da auch immer mehr Leute mit zu erreichen. Ich würde auch sagen, eine Sache, wodurch vor allen Dingen wir ja so ein bisschen auch in den Vordergrund gerückt sind, mich ja auch so immer wieder, vor allen Dingen durch den Tuxflash, aber auch sind die Linux-Fragestunden, die wir immer auf YouTube machen oder Twitch oder so. Alle 2 Wochen machen wir da, kann jeder seine Frage sozusagen stellen rund um Linux und wir beantworten die und das explodiert mittlerweile, würde ich sagen. Und ich glaube, dadurch sind wir so diejenigen, die ja eigentlich sonst nur irgendeinen technischen Mist erklären, weil die meisten sind ja irgendwie auf uns gestoßen, wie funktioniert denn das? Sondern nicht so, ich will irgendwie so komische Hampelmänner kennenlernen, die da irgendwas ins Mikro rülpsen, sondern man möchte da, also wie
ja, wir haben dadurch dem Ganzen noch mal ein bisschen der Persönlichkeit gegeben und ist mega schön, dass man vielleicht auch mal die Leute dahinter kennenlernt. Ja. Und generell präsentationstechnisch haben wir ja sogar auch immer mal wieder was gemacht. Und ich habe mir noch mal so überlegt, was für verschiedene Optionen hat man denn zu präsentieren? Also was für verschiedene Softwares nutzt ihr denn oder nutzt man denn so, eigentlich eine schicke Präsentation zu erstellen? Die Frage ist auch, wie viel möchte man da rein investieren ins Design und so weiter? Braucht es enorm Animationen oder reicht nicht dann doch einfach nur der ein oder andere Stichpunkt? Und ja, Micha, wie hast du denn deine Präsentation heute so erstellt, die du gehalten hast? Nebenbei, wer sie noch nicht gesehen hat, die Aufzeichnung ist sicher super. Der freut sich. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil am Ende habe ich mich nochmal dafür entschuldigt, dass die Präsentation so aussieht, wie sie aussieht. Bei mir ist es so, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich kann Impress nicht wirklich so bedienen, wie es mir vorschwebt. Aber ich versuche es einfach zu halten. Ich nehme einfach lieber Impress. Also die ProOffice Impress, ne? Ja. Ja. Ich muss sagen, ich habe das auch eine Zeit lang verwendet und ich glaube, jeder hat mit den Designs rumgespielt, die erstens alle vor sind. Ich glaube, jeder hat mal hier dieses Blaue mit diesem kleinen blauen Punkt unten und sowas verwendet oder diese Standarddinger, die sieht man fast überall. Und ich muss sagen, ich bin in den Jahren, also ich habe so eine Evolution hingelegt. Am Anfang habe ich solche Dinger verwendet, war ganz schick, aber keine Ahnung. Meine Güte, ne? Hat seinen Zweck erfüllt und dann bin ich ein bisschen minimalistischer geworden und habe wirklich nur schwarze Schrift auf weißem Grund gemacht, vielleicht mal ein Foto irgendwie ganz gut platziert und habe mich dann mehr, anstatt auf die Farben, dann auf die, ich sag mal, auf die Ausrichtung konzentriert, natürlich auch auf den Inhalt und genau, dadurch alleine nur mit relativ einfachen Elementen bekommt man schon viel, viel, viel mehr hin. Und ich habe das Gefühl, dass wir manchmal Sachen viel zu überkomplizieren. Dass wir sagen so, ah ja, hier noch, ne, keine Ahnung, das Design gefällt mir noch nicht, da muss noch ein anderes Bild hin oder sowas. Sondern einfach, dass man versucht, das auf Essentielle das hinzubringen. Und ich glaube auch, ich finde auch so immer so ein Trade-off ist, vor allen Dingen bei unseren technischen Präsentationen, wir nehmen ja auch gerne die Präsentation als Handout sozusagen danach, dass man sich die Präsentation auch nochmal so anschauen kann. Aber eigentlich ist eine gute Präsentation, habe ich mal gelernt, eine, wo so wenig wie möglich draufsteht. Und das ist immer so ein Trade-off, wo ich immer so ein bisschen dran bin. Weniger ist mehr, ne, höre ich hier aus dem Publikum. Und das stimmt auch total. Ja, wie viele Foliennummern hattest du, Micha? Ungefähr. 20, hätte ich mal gesagt, so grob. Knapp drunter. Na, so knapp 20. Ich habe gestern, gut, ich muss sagen, meine Präsentation war auch schneller vorbei, als ich gedacht habe. Ich glaube, irgendwie 12 oder sowas, aber dann auch häufig nur Bilder, ne? Weil, keine Ahnung, Bilder lassen sich immer ganz schöner anschauen. Aber ja, das ist eine Sache. Und ich habe tatsächlich, nachdem ich LibreOffice so wirklich blank verwendet habe, kann ich auch immer noch empfehlen. Also man muss da wirklich nicht viel einstellen, sondern einfach nur diesen Standard nehmen. Ich habe 16:9 Präsentationen für mich genommen, finde ich eigentlich immer schicker. Je nachdem, manche nehmen vielleicht noch 4:3. Bin ich dann rüber zu einem anderen Tool, was ich tatsächlich von Hauke kennengelernt habe. Der hat das, ich glaube, der verwendet es auch schon. Wie lange verwendest du das? Auch schon über 5 Jahre mindestens, oder? Ja, kannst mal sagen. Müsste ich jetzt eigentlich lügen. Also dieses Remark.js heißt es, ne? Ja. Ja, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Wie heißt denn das Ding? Muss ich erstmal überlegen. Denn das ist JavaScript-Gedöns, was eingebettet wird in HTML. Und in dem HTML selbst schreibe ich in Markdown meine einzelnen Folien. Klingt erstmal bekloppt, aber das JavaScript, das zieht das nachher glatt. Und über CSS kann ich denn das Styling machen. Das ist auch jetzt nicht so wild, was ich da mache. Wie lange ich das benutze? Eigentlich so lange ich jetzt Videos mache, das ist 3,5 oder 4 Jahre. Irgendjemand wird es wahrscheinlich von euch besser wissen als ich selbst. Und das ist irgendwie so eine Sache, das ist relativ einfach umzusetzen. Ich brauche da nicht in
irgendeinem grafischen Tool Bildelemente hin und her zergeln und sowas. Damit kann man eine Menge Zeit verlieren oder auch verbringen. Und das macht es mir relativ einfach, meine Inhalte da zu platzieren. Und was ich seit, naja, anderthalb Jahren mache, ich habe immer so ein nettes, buntes Beiwerk dabei, so ein KI-generiertes Zeugs, was überwiegend auch zum Thema passt, einfach bloß, weil es hübsch und bunt ist. Und so mache ich das. Also das da rein hämmern ist relativ einfach. Der Inhalt ist natürlich wiederum was anderes, aber von der Art und Weise, das da reinzubringen, das geht relativ schnell. Und von daher benutze ich sowas. Ich habe auch eine Zeit lang mal mit, wie heißt das, LaTeX Beamer rumprobiert oder habe ich sogar mir ein bisschen genauer angeguckt, aber irgendwie, das ist deutlich komplizierter. Man kann natürlich viel, viel mehr damit machen, aber damit umzugehen, überhaupt was rauszukriegen, war für mich jetzt nicht unbedingt das, was ich machen wollte. Ja, dann. Und ich habe gesehen, du hast schon was vorbereitet nebenbei. Aha, untypisch, aber manchmal muss es auch mal sein. Weil es ihr seid, ja. Du hast eben LaTeX angesprochen. Wer von euch hat auch mal so seinen Moment mit LaTeX gehabt? So, ich schmeiß alles weg. Ja, ein paar Hände gingen hier runter, ne? Ja, aber also ich muss sagen, ich finde LaTeX schon ein Riesending. Und ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, noch nie zu 100% durchstiegen, auch wenn ich die ein oder andere Arbeit da drin verfasst habe. Ich glaube, es wäre für mich meine persönliche Hölle, hier Präsentationen in LaTeX zu erstellen. Ich glaube, die ersten zwei Stück. Danach geht es dann auch wieder, aber bis dahin, ich glaube, ist es schwierig. Aber wer von euch hat gute Erfahrungen mit LaTeX gemacht? Ja, auch ein paar. Also ungefähr so viele, die es gehasst haben, lieben es auch wieder. Von daher auch wieder so eine klassische Hassliebe. Ich habe mal dieses Remark.js hier mitgebracht. Und am Ende, für jemanden, der HTML sich so ein bisschen darin Bescheid weiß und ein bisschen CSS kann, der kann das dann eigentlich auch ziemlich cool anpassen. Und am Ende ist es wirklich, ich habe euch hier mal so ein Ding mitgebracht, man schreibt hier Folien in Markdown super, super einfach hin. Und damit ist das schon erledigt und der Rest wird selber, ich sag mal, formatiert. Damit spart man sich da nochmal einiges. Und fand ich nett, auch beispielsweise solche Sachen wie, man kann auch Notizen mit reinpacken. Ne? Das heißt, wenn man den Text aus der Folie rausnimmt, wird das dann, kann man sich das dann auch in so Notizen reinpacken. Ich glaube, jeder kennt auch so einen Präsentationsmodus, wo auf dem einen Bildschirm die Präsentation ist, auf dem anderen die Kontrolle, kann das Ding auch. Und das Ding ist komplett Open Source. Und ich muss es größer machen. Mal schauen, ob ich das einhändig kann. Ja, ich kann es sogar einhändig, das ist spitze. Ja. Damit habe ich das dann tatsächlich durchgemacht. Kennt jemand von euch Remark.js? Ja, kann ich mal empfehlen. Dann frage ich einfach mal in die Runde, sind da auch ein paar da, die präsentiert haben. Wer von euch hat LibreOffice verwendet zum Präsentieren? Ja, würde ich sagen, haben wir hier ja, 4, 5 Leute. Wer von euch ein proprietäres Tool? Ne? Was ist es beispielsweise? Microsoft. Ja, cool, okay. Ja. Ich habe tatsächlich Asche auf mein Haupt auch ein proprietäres für die gestern verwendet. Das ist so nochmal so eine neue. Ich gehe mal in Evolutionen, mal schauen. Manchmal bewege ich mich wieder zurück, dann habe ich gemerkt, das war blöd. Und das war Canva, kennt man vielleicht auch. Ist leider proprietär. Das Blöde ist, wenn du das einmal drin hast, kriegst du das Format auch, also das Bearbeitungsformat nicht mehr raus. Und von daher, ja, aber es sieht manchmal ganz schick aus. Von daher, ja, immer Trade-offs und damit, ja, für technische Präsentationen super easy, kann ich nur empfehlen. Ja, das waren so meine Sachen. Habt ihr Probleme manchmal oder was sind so eure blödesten Sachen beim Erstellen von Präsentationen? Habt ihr da was? Bei mir ist es immer so ein bisschen, ja, das auf den Punkt zu bringen, weil ich bin jemand, der kann auf eine Kamera draufgehen, das heißt, da auf Aufnahme drücken und dann erstmal 1:30 zulabern. Und dann ist mein Cutter daran, euch ein Video zu präsentieren, was ihr euch ansehen wollt. Und von daher, ja, ist das so immer meine Schwierigkeit. Ja, ihr habt das Problem nicht mit dem Labern, ne? Nee, gar nicht. Also. Ich habe nur Probleme mit Präsentationen. Ich mache die einmal im Jahr für die Keynotes und dann tue ich mich immer schwer. Also, was soll ich dazu jetzt noch groß sagen? Außerdem mache ich einen Stream. Also, bei mir kommt es, wie es
geschaltet wird. Ja, genau. Also ich lasse einfach laufen, auch im Stream. Also von daher. Weiß ich nicht. Du noch? Ergänzend? Das ist schon fast ein gutes Schlusswort. Ich lasse einfach laufen. Ja, ja, also dann, danach müssen wir erstmal die Social Batteries aufladen wieder. Das war ein bisschen intensiv, nennen wir es mal so. Ja, ist auch mal schön. Ist ja auch nur einmal im Jahr. Ja, wie andere Sachen, ne? irgendwas wollte ich noch jedem sagen. Ja, jetzt ist es so ein bisschen entglitten. Aber wenn ich hier so in die Runde schaue, wollen wir eine kurze Folge machen oder wollen wir, je nachdem, ja? Diese Präsentationen, ich schreibe mir das mal auf. Ja, genau. Also die Frage war, ob wir, was ich da gerade so ein bisschen von uns gegeben habe, dass ich das mal reinmache. Also der Hauke hat das, glaube ich, schon mal gemacht. Der hat da sogar schon mal ein Video gemacht. Ich weiß es nicht mal, ob wir das mal gemacht haben. Aber machen wir mal. Ne? Dann darf ich wieder 1,5 Stunden reden. Das ist ganz schön. Ja. Schick. Nee, aber ansonsten muss ich sagen, ist es total schön, so viele von euch hier kennenlernen zu dürfen. Tatsächlich haben auch ein paar nach dem Foto gefragt, aber haben sich da immer ein bisschen geschämt, so, ich will kein Groupie wie bei Taylor Swift sein. Ne? Oder andere Sachen, das fand ich total cool und ja, ne, je nachdem. Dann sind wir, das sind die Guidies, ja, genau. Ja. Das dementsprechende OS, witzigerweise, es gab schon mal Linux Guides OS. Ich weiß nicht, die Leute, die. Das Taylor Shift OS. Ja, an diejenigen, die jetzt denken, so, warte mal, was redet denn der? Wir haben immer so eine 1. April-Sendung, Hauke und ich, immer sehr sehenswert. Und da, sagen wir so, Hauke und ich haben viel, also zwischen den Streams, manchmal auch in den Streams, labern wir viel Abfall. Und irgendwie müssen wir das recyceln. Und das machen wir dann im 1. April-Stream. Und da haben wir dieses Jahr eine schöne Distribution gebaut. Taylor Shift OS. Und die war, ja, also damit ist man sehr produktiv. Und ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja? Ja, also tatsächlich, genau. Ist das ein Fork von Hannah Montana Linux? Da haben wir uns inspirieren lassen. Da haben wir uns gedacht, naja, Hannah Montana ist ja irgendwie out, die kennt ja keiner mehr. Na, jetzt ist ja die Taylor Shift, ja, und so weiter. Und dann haben wir uns das dieses Jahr gemacht. Ja. Und das war herzerwärmend. Update von Frankenstein Linux, das hat Hauke, glaube ich, gemacht. Nee, haben wir gemacht, ne? Haben wir zu dritt gemacht. Das heißt, wir haben ein, ich glaube, Ubuntu genommen und auf Debian gewandelt oder andersrum. Erzähl du weißt es noch. Wir haben ein klassisches Linux Mint genommen und es zum Linux Mint Debian Edition oder andersrum. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Eins von beiden haben wir gemacht. Ubuntu zu Debian. Das hat gut funktioniert und das hat noch so lange funktioniert, bis ich den Speicherplatz auf dem Backup Space brauchte. Also es ging ihm gut, bis ich Platz brauchte. Hast du was? Ja. Nee, ansonsten, es gibt ja zig verschiedene Derivate und ich habe da auch mal was probiert. Linux Guides OS hieß das. Leute fragen immer noch nach der Download-Version. Am Ende war das, glaube ich, irgendein Minimal Ubuntu mit einem XFCE und mit eigenen Hintergrundbildern und meine Güte, haben wir uns da ins Zeug gelegt. Und am Ende haben wir so festgestellt, ja. Und was macht das Ding jetzt besonders? Natürlich, es steht der Name drauf, aber das war es auch. Für viele war es schon genug, so nach dem Motto, ja nutze ich gerne. Dann habe ich mir aber tatsächlich die Idee genommen, ja, ne, bevor man dann nochmal eine neue Distro erstellt,
ja, erstelle ich dann ein Programm, was dann das vielleicht so alles vereint. Und damit ist dann die Idee des Linux Assistant geboren. Ne? Haben wir das Thema auch mal untergebracht. Ne? Das mache ich auch immer gerne. Ja. Nee, aber so ist das mit den verschiedensten Linux-Distros. Ich will einfach mal wissen, wer von euch nutzt welche Distro. Ich fange einfach mal an. Wer von euch nutzt ein reines Debian? Einfach mal die Hände hoch. Wow, das sind viele. Wer von euch nutzt, ja? Mehrfachantwort möglich? Ja, Mehrfachantwort möglich, ne? Sonst ist Feierabend. Wer von euch nutzt ein reines Ubuntu? Ne? Ja, wer von euch, also ja, die Aufnahme sieht das nicht so. Ne? Ich sag, Debian haben sich fast 50% der Leute gefühlt gemeldet. Hier Ubuntu relativ wenig. Linux Mint. Da melden sich ungefähr genauso viele wie bei Debian. Sehr cool. Red Hat-mäßiges, sowas wie Fedora oder so. Ja, haben wir auch ein paar. Und jetzt nutzt jemand den Star von DistroWatch, MX Linux. Nutzt das jemand? Also ich habe das nicht geplant, aber es hat auch wirklich keiner seine Hand gehoben. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich da beobachte. Die Sachen, die so immer trenden oder einfach nur gepusht werden, DistroWatch, wer das nicht kennt, ist eine Seite, die listet ganz, ganz viele Distributionen. Am Ende zählt die nur die Klicks, wie jemand da drauf geht. Ich habe das Gefühl, es tut mir leid an alle Leute, die irgendwie MX Linux mögen in der Aufnahme oder sowas. MX Linux ist vielleicht manchmal, ich bin hart, so wie ein Unfall, wo man nicht hinschauen muss, aber nicht weg kann. Also man klickt da immer drauf, so, hä, was ist denn das? Und so, ach ja, das. Oder in Anführungszeichen, ja, gut. Aber ist jetzt auch nicht so mein Fall. Ja. Aber tatsächlich, es gibt eine sehr, sehr harte MX-Linux-Community da draußen, die mich auch immer beschimpft, wenn ich was Blödes über MX-Linux sage. Von daher freue ich mich auf die Kommentare. Das sieht man dann doch schon, dass eigentlich so, ja, back to the root schon fast am besten ist. Ansonsten, Arch-Linux, finde ich, erlebt so ein bisschen so ein Revival. Vielleicht, wer nutzt von euch Arch? Ja, es sind ein paar, sind mehr als bei MX-Linux. Arch, by the way. Ja, ja, ist klar. Ja, ja. Ja. Habe ich irgendwelche großen Distros ausgelassen? Ja? Void Linux. Ja, ist, dann kommen wir in die Rabbit Holes rein. Ne? NixOS. Ja, cool. Ja, auch ein starker Vertreter. Für die Spielefraktion Nobara, ja. Nobara basiert auf Fedora, ja, ja. Wer nutzt von euch Nobara? Wer spielt von euch auf Linux? Na, also genau, na, ein bisschen, ne, immer mal wieder. Manche vielleicht auch die ganze Zeit, je nachdem, wie viel man arbeiten muss, ne, und wie viel Homeoffice man macht. Was meinst du? PopOS, ja. PopOS ist eine gute Frage. Ja, ja, auch ein paar. zwei Stück mit Micha. Nochmal. Spiral Linux, aber dann geht's rein. Ne? Aber ich finde, die Klassiker, die ganz großen Klassiker, sind immer noch beliebt. Und auch wenn so viele andere Distros genutzt werden, an alle Leute, die da draußen das vielleicht anschauen, die vielleicht noch gar kein Linux verwendet haben. Und ich denke, jeder war mal in der Position so, ey, da gibt's ja so viel, was soll ich denn verwenden? Ich möchte bloß keinen Fehler machen. Fangt einfach mal mit einem Basic Linux an. Die meisten bleiben drauf hängen, einfach weil's reicht. Ne? Und von daher, ja, finde ich, ganz viele Linux-Distributionen. Ja, jeder hat die Freiheit natürlich, das Ganze zu machen. Das ist das Schöne. Und ich glaube, dadurch setzen sich auch wieder Konkurrenten voneinander ab. Also, wenn man so sagen würde, ja, darf bloß, soll bloß nur diese Root sozusagen geben, dann wären solche Sachen wie hier Linux Mint oder PopOS wahrscheinlich nie entstanden. Und von daher, ja, eigentlich nochmal ein ganz wichtiges Takeaway. Ja, es lohnt sich schon manchmal dann, ich sag mal, Abzweigen zu nehmen, zu schauen, ob da was ist, aber wenn es nicht ist, dann auch ja, aufzuhören und vielleicht wieder zu den Basics zurückzugehen. Und ich denke, das merkt man auch, beispielsweise habe ich das gemerkt, im Punkto ja, Linux-Apps, was man also verwendet. Ja, jeden Tag kommen mehrere Apps auf dem FlatHub hoch, die zuvor noch nie irgendwie veröffentlicht wurden. Manchmal sind da total coole Sachen dabei. Beispielsweise hat mich heute jemand gefragt, hey, wie machst du denn oder gibt es denn Speech-to-Text-Tools
auf Linux, die man verwenden kann. Das ist ja immer noch so die Sache. Ja, theoretisch gibt es da was, aber tatsächlich gibt es da ein total cooles Ding. Speech Notes heißt das. Findet man im FlatHub. Das hat tausende Modelle in verschiedenen Sprachen, die man sich runterladen kann. Man drückt auf einen Knopf, sagt irgendwas, da ist der Text und man kann es weiterverwenden. Also da gibt es zum einen sehr, sehr, sehr coole Innovationen. Whisper war es nicht. Whisper ist mal was anderes, glaube ich. Whisper ist, glaube ich, die andere Sache. Text-to-Speech. Ne? Vielleicht habe ich es auch eben verkehrt rum gesagt. Ja, aber OpenAI Whisper ist das, ne? Das ist ja diese Technologie dahinter. Aber genau, dieses Tool nutzt halt auch unter anderem OpenAI Whisper. Ja, ich glaube, das ist es. Und von daher gibt es da schon mal coole Innovationen, wo es sich immer lohnt, vorbeizuschauen. Aber als ich meinen Alltag mal unter Linux gemerkt habe oder mal Revue passieren lassen habe, war ich dann doch zu 90% auf den Basics, die jeder nutzt. Ja, also Thunderbird, LibreOffice, ganz einfachen Kalender, ganz einfache Aufgabenlisten. Es gibt ja tausend verschiedene Produktivitätstools. Notion, wer hat Notion schon mal verwendet? Einmal Hand hoch. Notion. Na, okay, na, ich glaube, da sind wir in der Linux-Bubble ein bisschen befreit von. Das ist eher ein Tool, ich glaube, jeder Student hat fast gefühlt schon mal Notion ausprobiert. Das ist so das coole Tool, wo man sein Leben umkrempeln kann. Am Ende ist es eigentlich nur eine coole Datenbank, grafisch, sage ich mal, mit ein paar extra Tools. Da haben wir eine Wortmeldung. Ich weiß, dass du ja auch Obsidian nutzt. War ja so, glaube ich, ne? Das würde mich mal interessieren, wie du das bei dir installiert hast. Also hast du ein Flatpak oder hast du das als Flatpak? Ja, also die Frage war, also ich nutze Obsidian und wie habe ich das installiert? Ich habe tatsächlich ein App-Image verwendet. Ich muss sagen, App-Image erlebt bei mir auch ein Revival. Also ich weiß nicht, wer von euch. Also genau, wir haben ja so neue Technologies, ne? Es ist Samstag, kurz vor 6. Aber ja, Technologien, so. Und wer von euch nutzt Snap im Alltag? Hand hoch. Ja, ganz, ganz wenige. Wer von euch nutzt Flatpak im Alltag? Ja, da haben wir so 70-80%, fast 100%, hätte ich fast gesagt. Und App-Image, ne? Ein bisschen weniger. Diejenigen, die es jetzt nicht die Hand gehoben haben. Ich muss sagen, ich habe es am Anfang abgestempelt als ja, ein cooles, innovatives Ding, aber ja, vielleicht ersetzt das ein bisschen Flatpak. Aber ich muss sagen, es ist doch einfach nur eine Datei, super einfach und tatsächlich viele Projekte setzen mittlerweile auch auf App-Images, weil man nicht dieses Flatpak-Framework dahinter hat. Man braucht zusätzliche Runtimes und so weiter im technischen Hintergrund. Und das bläht das Ganze eigentlich nochmal auf. Und so hat man, ich finde, auch mit einem App-Image einfach alles ein bisschen mehr unter Kontrolle. Ja, und damit, ja, meine sehr lange Antwort auf deine kurze Frage. App-Image in der Hinsicht. Wie hast du es installiert, Obsidian? Hast du es installiert, ist die Frage. Als Step-Paket. Ja. In Void Linux. Sehr cool. Unglaublich, sagt der Micha. Ja. Schick. Ja, das war so ein bisschen auch nochmal mein Abriss, was mir immer dann doch wieder in den letzten Wochen Gedanken gemacht hat. Und eigentlich, ja, muss man die Welt nicht neu erfinden, sondern einfach nur ja, drauf loslegen, denn die Sachen sind alle da. Auch bei Linux denkt man gar nicht so manchmal am Anfang, ne? Du hast ja gerade bei den Distributionsfragen von der Freiheit der Wahl gesprochen. Und jetzt nehme ich mir mal die Freiheit raus, ganz kurz für den inneren Seelenfrieden zu fragen. Gibt es hier jemanden, der Garuda Linux nutzt? Garuda Linux? Gut, statistisch bewiesen. Null. Bin ich beruhigt. Das ist so ein Insider bei mir im Stream. Das fällt immer auseinander, wenn ich es benutze. Ist für Spiele gedacht. Naja, für Spiele gedacht. Mit PopOS ist man da irgendwie besser oder Nobara jetzt auf Fedora-Basis. Auseinanderfallen wäre jetzt eine weitere gute Überleitung, um das Ganze so langsam aber sicher, bevor wir auseinanderfallen, zu beenden, würde ich sagen. Hat von euch beiden noch jemand? Nee, ich habe tatsächlich eine Frage aus dem YouTube-Stream. Eine Frage? Hallo YouTube, hallo. Eine etwas persönlichere Frage vielleicht von Frank. Hallo ihr drei.
dabei. Wie lange bleibt ihr nach den Linux-Tagen noch zusammen? Frank fragt, wie lange bleiben wir nach den Keylogs noch zusammen? Wie lange geht denn unser Rendezvous noch? Gar nicht so lange mehr, ne? Eigentlich schade. Also wir sind bis morgen noch zusammen. Hm. Ja, wir genießen noch einen wunderschönen Abend gemeinsam. Aber dann geht es auch schon wieder in Richtung Abreise. Es ist immer schön, hier nach Kiel zu kommen. Ich finde, hier ist auch an sich auch eine tolle Open-Source-Szene, wenn man mal ein bisschen weiterschaut. Tolle Leute, die man hier trifft. Alle, die jetzt hier gerade auf YouTube sind und sich gerade so ein bisschen ärgern, schade, dass ich nicht vor Ort bin, ärgert euch richtig. Ich würde mich freuen, euch nächstes Jahr auch hier begrüßen zu dürfen. Denn ja, das ist es. Einfach eine tolle familiäre Veranstaltung, wo man viele Leute auch wieder trifft über die Jahre. Und keiner ist einem blöd voreingestellt. Es gibt keine irgendwie, in Anführungszeichen, ja, nicht Klassenkämpfe oder so, hey, ja, du machst aber das oder oh, du machst das Gleiche wie ich, oh, Hilfe, vielleicht könnte ich da meinen Umsatz damit schmälern oder sowas, sondern nee, man hilft sich gegenseitig, jeder hat verschiedene Baustellen, an denen er arbeitet und man teilt so ein bisschen seine Baustellen mit einem und der eine hat das vielleicht auch schon mal gehabt und kann da einem weiterhelfen und das ist es eigentlich, warum ja, die Keylogs ja auch so, ich sag mal, erfolgreich sind. Und das hoffen wir, dass es im nächsten Jahr auch so ist. Vielleicht, ja, würde ich sagen, bevor wir auch auseinanderfallen, lassen wir mal den Stream so ein bisschen und diesen Podcast hier zu Ende gehen. Und ich würde sagen, Schlusswort hat der Micha oder der Hauke, je nachdem. Und ich habe danach noch ein paar Service-Hinweise, aber die kommen nicht in die Aufnahme. Ich mache einfach. Okay. Ja, dann danke euch beiden fürs dabei gewesen sein. Danke an alle aktiven Zuschauer vor Ort seinen, alle, die gerade im YouTube-Twitch-Stream dabei sind, alle, die sich das dann später auf Spotify anhören und alle, die das dem Podcast treu sind. Und damit sage ich schon mal tschö. Hauke, hast du was? Nee. Normalerweise haben wir jetzt hier so eine Überbrückungszeit, damit das bei Twitch auch ausläuft. Das brauchen wir jetzt ja eigentlich nicht. Wir haben normalerweise so eine leicht bekloppte Animation oder so eine Endlosschleife. Ja, also eigentlich kann ich nichts mehr viel dazu sagen. Ne? Vielen Dank, dass ihr da wart überhaupt und lauft nicht sofort weg. Ich würde nochmal anknüpfen an das, was du schon gesagt hast, Jean, ihr ärgert euch richtig, dass ihr nicht da wart. Die hier vor Ort sind, dürfen sich natürlich drüber freuen, denn es findet noch ein bisschen was statt. Wir haben noch wieder eine Verlosung hinterher und so weiter und so fort. Also es lohnt sich auf vielerlei Arten und Weisen überhaupt hierher zu kommen. Vor Ort hat manchmal ein paar Vorteile im Gegensatz zu ja bloß bewegt Bild- und Tonübertragung. Eine ganze Menge, was wir hier so haben, was man physikalisch anfassen kann und überhaupt, also von daher, es lohnt sich. Kommt nächstes Jahr gerne vorbei, Termin steht bei uns quasi schon fest. Wir orientieren uns immer an dem Software Freedom Day, das ist der eine Tag, den wir nehmen und daran richten wir unsere Veranstaltung aus. Also von daher könnt ihr theoretisch schon gucken, wann es das nächste Jahr sein wird und schon mal ein Zimmer buchen oder so, wenn ihr hier übernachten wollt. Ja, genau. Dann... Ja, also in der Hinsicht, wenn ihr der Veranstaltung so ein bisschen was zurückgeben wollt, dann würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen. Ja, genau. Ich muss Tschüss sagen für die Aufnahme. Tschüss. Macht's gut. Ja, und jetzt wenn ihr, und das können auch die Leute hören am Anfang, wenn ihr der Veranstaltung etwas zurückgeben wollt, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr Mastodon oder X